Ich spiele erst ein paar Worte auf dem Klavier ein paar Takte. Ich spiele von Keith Jarrett Köln-Konzert Teil 1 und 2. Ja, ich muss selber ein bisschen lachen. Ich bin rausgekommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das internationale Sportstudio. 2-1, 4-5. Ja, ich komme. Helge Schneider, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Bitte schön. Na, wenn du willst, kannst du auch hier. Nee. Mademoiselle. Monsieur. Enchanté. Ça va? Ça va bien, merci. Parle français, vous? Non. Bonsoir, Helge. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui. Merci beaucoup. Bien sûr. En? Avec? Avec la... Oh! Oh! Hier, ne? Chin, chin. Schön, dass du da bist, Helge. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Und ich muss... Möchtest du mit Judith erstmal die letzte Woche klären, wo ich dich getroffen habe? Gibt's was zu klären? War schön, ne? War super. War schön. Ist immer schön, so im Fernsehen auch, ne? Ja. Ich bin nicht so oft im Fernsehen, aber wenn ich mal im Fernsehen bin, dann bin ich dann auch da. Ja. Bin ich voll dabei. Ja. Bist du gerne im Fernsehen so? Ja, je nachdem. Also ja. In manchen Sendungen bin ich sehr, sehr gerne. Also ich kann jetzt schon sagen, dass diese Sendung, in der ich jetzt mich aufhalte, eine der schönsten Sendungen ist, die ich jemals in meinem gesamten Leben erleben durfte. Ich habe nichts anderes erwartet. Wir sind noch verabredet nachher. Wirklich? Ja. Ich wollte noch ein Würstchen essen gehen. Hast du gedacht, nimmst du Judith mit? Ja, genau. Ja. Aber glaubst du, gibt es in München Würstchen, die dir schmecken? Also, mhm. Wo? Mhm.
Ja, auf dem Weihnachtsmarkt oder so, ne? Vielleicht. Aber der hat dann schon zu. Ja, ne? Zu, ja. Der hat zu, ne? Sag mal, warum darfst du eigentlich nur Wasser trinken? Mir hat man vorhin gesagt, ich müsse mir was Alkoholisches aussuchen. Ja, quasi. Das ist was anderes bei dir. Ach so. Ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken. Wenn ich einen Tropfen Alkohol trinke, dann bin ich total besoffen. Ich bin dann schon von Wasser ziemlich blau. Ich mache im Moment eine Kur. Ach. Ja. Die Kur heißt kein Alkohol. Nur wenig. Also zwischendurch mal Fläschchen Wein zum Mittagessen. Das kommt schon mal vor. Hallo, Ege. Ja, ja. Nee, kommt auch schon mal vor. Kommt schon mal vor, ne? Du, wollen wir einen Film anschauen über dich? Wir haben extra einen, muss. Ich sehe mich nicht gern im Fernsehen oder so. Nee, aber ist nicht mit Fernsehen. Ist auch so ein schöner Zeichentrick. Ja, genau. Zeichentrickfilm ist sehr gut. Ist eine Hauptrolle im Zeichentrickfilm. Genau. Caro und Elias Haug, der Zeichner, ja? Haben sich getroffen und auch für dich einen schönen Film vorbereitet, den du in diesem Monitor anschauen kannst, wenn du möchtest. Es ist nun mal so, Helge Schneider kann wirklich alles. Aber von vorne. 1955 in Mülheim an der Ruhr geboren. Ach, die Ruhr. Dann mit 16 die Schule geschmissen. Da waren wohl Drogen im Spiel. Danach ausprobiert, was noch so geht. Bauzeichnerlehre, Klavierstudium am Duisburger Konservatorium nach einer Trommelwirbel. Sonderbegabtenprüfung. Landschaftsgärtner, Dekorateur, Tierpfleger und Polsterer. Konnte er alles. Wollte er aber nicht. Helge Schneider entschied sich für das Studium des normalen Menschen. Und zwar in einem Stehcafé von Eduscho. Und nebenher Jazz, Jazz, Jazz. 89 erkannte dann ganz Deutschland, Helge Schneider ist die singende Herrentorte der Nation. Außerdem Schriftsteller, Komiker, Multiinstrumentalist und Filmstar. Also 00 Schneider, Doc Schneider, Dr. Hasenbein. Schön, dass ihr da seid. Es gibt Reis. Haben Sie schön gemacht, ne? Ja, schön. Du, ich hab irgendwo über dich gelesen, dass du als Kind Urlaub in Bayern gemacht hast. Ja. Und wo, weißt du das noch? Kühnhausen am Waginger See. Habt ihr da Urlaub auf dem Bauernhof gemacht? Auf dem Bauernhof. Jedes Jahr in den Sommermonaten. Anfangs länger, weil ich ja noch nicht zur Schule ging mit 1. Aber dann. Und dann nachher nicht mehr so lange. Als ich zur Schule ging, waren nur noch 6 Wochen, 7 Wochen möglich. Damals waren 7 Wochen Schulferien. Und ich sollte sogar da bleiben. Dann, die wollten mich gerne adoptieren. Oder meine Eltern, sagen wir mal, hatten sie angeboten, der kann auch, ob sie den verkaufen. Und ich sollte da auch. Der Bauer hatte keinen Nachwuchs. Und die fanden mich so toll, weil ich ja schon mit 4 Jahren bin ich Trecker gefahren, mit so Heuwagen dran. Ich habe die Kühe in den Wald getrieben. Ich habe Hühner geschlachtet. Ich habe Gänse gerupft. Ich habe Kälbchen auf die Welt gebracht. Alles mit 4, 5 Jahren. Und dann, ich konnte auch Holz schlagen im Wald. Und all diese Sachen, die man als Bauer können muss, auch morgens sehr früh aufstehen und mit dem Nagel in der Nase bohren. Und die wollten mich wirklich, die kamen extra einmal mit ihrem schwarzen Opel-Kapitän ins Ruhrgebiet gefahren und wollten mich sozusagen meinen Eltern, sagen wir mal, also ob ich nicht praktisch dann da leben könnte. Ist jetzt wirklich kein Witz. Also das heißt, das aber nicht, man hat mich nicht abgegeben und dann ist ein anderer ist da jetzt Großbauer geworden. Hey. Ja, ist wahr. Wenn du an diese Kindheitsurlaube in Bayern denkst, ist das ein nostalgisches Gefühl oder ein fremdes? Es ist eigentlich ein romantisches, nostalgisches Gefühl, was überhaupt nicht fremd ist. Obwohl die Sprache auch damals, die habe ich, das ist so niederbayerisch. Und naja, es ist oberbayerisch. Oberbayerisch, niederbayerisch, ja. Das ist ja hinterm Chiemsee noch, genau. Da. Es gibt Chiemsee, so, ja. So, oder der, wie das Chiemsee, da heißt. Chiemsee, Chiemsee. Halt. Chiemsee, ja, richtig, Chiemsee. Ganz wichtig. Chiemsee und Waginger See. Ach, ich weiß noch, da waren. Waginger? Waginger See? Waginger See. Mit W. Ach so. Dann nicht. Nicht Vagina. Als Kinder, wir waren da unheimlich gerne und da gab es ein kleines Dörfchen,
Das hieß Petting. Richtig. Das war am Vaginasee. Am Vaginasee. Und da, also wir Kinder sind da immer gerne hingelaufen nach Petting. Und dann irgendwann kam das auch so. Dann, ne? Aber da war ich dann woanders. Hast du damals schon angefangen, die Leute zu parodieren? Also dieses Bayerische? Hast na. Du, na. 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 Das habe ich noch nicht. Ich hab's versucht. Aber, nee, ich habe da. Ich habe vor kurzem, als ich wieder mal dich angeschaut habe auf der Bühne, habe ich festgestellt, da gab es ein Stück, das du gemacht hast. Da, das war so wie ein deutscher Schlager auf der Gitarre. Also so ein herzerreißendes Liebeslied nahezu. Ja. Und ich habe wieder gemerkt, dass es so, die Leute sind erstmal irritiert, wenn du so ganz ernste, romantische Zeilen singst. Und dann irgendwann lässt man sich aber darauf ein, weil man glaubt, okay, Helge Schneider zeigt jetzt ein anderes Gesicht. Und ja, man hat das Gefühl, genau in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, machst du dann einen Scheiß und machst das wieder kaputt. Naja, und das ist das sein Prinzip tatsächlich? Ja, dann merkt man, er hat ja gar kein anderes Gesicht. So würde ich das mal so ausdrücken. Also ich will kein anderes Gesicht haben. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich dann sowas singe, was vielleicht auch so wie in deinen Ohren romantisch klang, dann war das auch so gemeint. Aber dann irgendwann wird es mir vielleicht dann auch zu ernst oder zu traurig oder zu unglaubhaft. Und dann switche ich wieder um. Oder das ist eine Sache des Timings. So ein Auftritt ist, das fängt schon an um 2 Sekunden vor 8. Dann fängt es an. Also ich habe die Angewohnheit, im Gegensatz zu anderen Künstlern, vor dem Auftritt mich überhaupt nicht vorzubereiten, gar nicht. Ich ziehe mich nur ganz schnell um und gehe dann auf die Bühne. So, und dann beginnt für mich das Leben auf der Bühne. Das ist vielleicht eine Weiterführung meines Privatlebens. Und ja, ich bin ja auch privat nicht so ganz bescheuert, wie manche anderen Leute. Ich bin ja privat so ähnlich wie auf der Bühne. Also sehr geistreich, philosophisch, lustig, aber mit Blick auf die scharfen Seiten des Lebens. Also ich kann mich nicht beklagen über mich selbst. Ja, ich kann dazu aber noch was sagen. Bitte, gerne. Ich sehe mich immer als dritte Person. Also du kannst dich beobachten? Ich beobachte mich. Du schaust dir zu beim Leben? Ja. Und dirigierst du dich dann? Gar nicht. Ach, schaust einfach nur zu? Ich habe überhaupt nichts mit dem zu tun. Okay. Aber ich guck. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist es eigentlich. Ja. Wenn du da daneben stehst und das beobachtest, was du sicher immer noch tust, Menschen beobachten beim Leben. Es fällt schwer. Hier in München geht's noch. München ist eine Touristenstadt, da kommen viele Leute und da gibt es viele kleine Geschäfte noch. Aber in meiner Heimat zum Beispiel, in meiner Heimatstadt, ich wohne da deshalb noch, weil ich auch meine Heimatstadt beobachte die ganze Zeit. Ja. Und ich sehe einfach, es ist echt nichts mehr los. Also du gehst in die Stadt und die Fußgängerzone, die irgendwann mal gebaut wurde, ist echt menschenleer. Und da sind Geschäfte, da ist keiner drin. Und dann sind da so Schildchen, zu vermieten, zu vermieten, zu vermieten. Oder wir ziehen um. Oder hier eröffnet demnächst ein neues Nagelstudio. Da sind 3 andere auch daneben, auch Nagelstudios natürlich. Weil es gibt ja nichts anderes. Und vielleicht ist das Einzige, was man nicht bei Amazon bestellen kann, halt Nagel. Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Wenn man sich die Nägel machen lassen will, dann muss man ja irgendwo hingehen noch. Ja. Und das ist die letzte Möglichkeit für Menschen, die kommunizieren wollen und kulturell sich weiterbilden wollen, ist einfach so, ich gehe jetzt ins Nagelstudio, ich lass mir jetzt die Nägel machen. Wie oft gehst du ins Nagelstudio, Helge? Ich habe den Zahn der Zeit erkannt und besitze über 400 Nagelstudios. Das stimmt natürlich nicht, ne? Das ist so, weil wenn ich sowas sage, die Leute glauben das natürlich. Worauf du wirklich stolz bist, ist, dass du nie Werbung gemacht hast. Du hast dich nie verkauft. Ich weiß nicht, ob man das stolz nennen muss, aber ich fühle mich normal. Ich fühle mich einfach normal. Ich fühle mich als komischerweise als normaler Mensch. Ja. Denn die Kraft, die man als kreativer Mensch freisetzen kann,
kann man natürlich bei so einem Werbescheiß überhaupt nicht freisetzen. Ja. Und es wird einfach nur die Visage genommen und die Popularität. Und du kommst dann in diese Ecke, wo die Leute, die nennen sich Promis, ja, ja? Wo die sich auch treffen, ja, also veranstalten, Anstaltungen. Und es gibt ja unheimlich viele sogenannte Promis, da schaut die Welt auf zu denen und die haben aber überhaupt nichts zu sagen, gar nichts. Nur, dass sie ein Produkt verkaufen vielleicht. Stell dir mal vor, Elvis Presley würde jetzt irgendwie Reklame machen für den neuen Fiat Panda beispielsweise. Oder so. Stell dir das doch mal nur mal vor. Ja. Der Elvis in so einem kleinen Auto. Noch schlimmer wäre das aber in einem großen Auto. Ja, in einem Cayenne. Ja, oder der Elvis Cayenne. Elvis Cayenne, genau. Ich war damals schon sauer auf die Gruppe Pink Floyd. Da gab es so ein hier so von VW immer Pink Floyd Edition oder so, ja, ein Scheiß. Ne? Ich finde, das ist scheiße. Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Man hat doch so viel Power als Künstler, das muss man doch nicht machen. Ich bin da völlig deiner Meinung. Im Mai bist du, im nächsten Jahr im Mai, bist du in Bayern auf Tournee. Mit dem Programm. Kann sein, ja. Ja, mit Ene Mene Mopel, ja, heißt die Show. Genau. Im Laufe der Jahre sind die immer blöder geworden. Und dies ist jetzt ein Titel, der an Blödheit kaum zu übertreffen ist. Trotzdem gefällt er mir, vielleicht weil es so ist, weil er nichts bedeutet. Das finde ich aber gut. Viele Leute interpretieren da ja auch Sachen rein. Ja. Und da warte ich immer drauf, da freue ich mich immer drauf. So, meine Damen und Herren, das war der König der schrägen Titel, Helge Schneider. Danke für den Besuch. Danke auch an die wundervolle Judith Rakers. Danke an Caro Matzko.